Herr Stölzel, Sie sind Präsident der Hochschule für Musik Franz Liszt hier in Weimar. Was ist der Beitrag, den die Hochschule zum Liszt-Jahr leistet? Die Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar hat sich das ganze Liszt-Jahr ausgedacht. Zwei meiner Vorgänger, Professor Huschke und Professor Ahrens, der eine ein großer Kulturpolitiker, Musikwissenschaftler, der andere ein großer Liszt-Pianist, haben das Land Thüringen überzeugt, Geld in die Hand zu nehmen und sowohl der Klassikstiftung wie der Hochschule für Musik so viel Geld zu geben, dass man ein großes, das ganze Jahr deckende Liszt-Jahr in Thüringen veranstalten kann, zur Würdigung dieser großen europäischen Figur, die 10 entscheidende Jahre ihres Lebens hier in Weimar gearbeitet hat, alle großen Kompositionen geschaffen hat, aber eben auch etwas probiert hat, was bis heute aktuell ist, nämlich große Kulturpolitik in dieser kleinen Residenzstadt zu machen. Die Ideen, die Liszt hatte, als einer, der die auch demokratische Rolle der Musik neu konzipiert hat, sind sehr viel Zukunftsmusik geblieben. Aber die Verpflichtung, darüber nachzudenken, was machen wir eigentlich aus diesem magischen Ort Weimar, der eine Keimzelle der modernen deutschen Kultur ist und der Humanität auf Deutsch durch Goethe und Schiller in der Nachbarschaft zu diesem grauenhaften Ort Buchenwald. Also welche Rolle, welche symbolische Rolle soll Weimar spielen, die hat Liszt bewegt und die bewegt uns heutige ganz genauso. Hier ist die große Bauhaus-Universität, die das Erbe trägt, dass man die Welt durch Ästhetik moralisch besser macht. Hier ist die Liszt-Hochschule, die ja auf eine Inspiration von Liszt zurückgeht, die Musiker ausbildet, die weltgewandt, demokratisch, philosophisch, handwerklich tüchtig sind. Also nicht nur so Leute, die Musik machen, sondern Leute, die Kultur machen. Und da ist die große Klassikstiftung, die ja das Erbe der deutschen Klassik verwaltet und auch Liszt Nachlass verwaltet. Drei große Bausteine, daraus kann man was machen. Was man daraus macht, ob Pelerinage mit Niki Wagner, ob in Zukunft ein Weimarer Sommer, das muss sich jetzt erst erweisen. Bis jetzt geht es noch so weiter, bis 2013 mit dem Weimarer Kunstfest. Aber ich bin fest überzeugt, dass eine Hochschule wie die unsere, die ja nicht nur eine Übeanstalt ist, sondern die Signale aussenden muss, zusammen mit diesen befreundeten Institutionen, Bauhaus, Uni und Klassikstiftung, sehr viel